Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt hier irgendwo die Mathilde, die gerade Fasern sammelt. Genau, durch technische Schwierigkeiten ist so viel Zeit vergangen. Ja, wie das halt so ist, ne? Windows-Update gemacht und irgendwie hat er hier bei meinem Aufnahmetool die Audioeinstellung geändert. Naja, das haben wir zu spät mitgekriegt, darum ist es jetzt auch schon wieder dunkel. Haben auch nicht viel gemacht. Ich wollte jetzt hier so schön. Erstmal, was? Ach, das sind Äste. Ach, fuck off. Haben wir aber auch. Wieso kann ich das nicht herstellen, du Arsch? So. Wir machen jetzt so einen Dolch. Damit hoffentlich kriege ich Herzen, womit ich dann dieses Gegengift machen kann. Hoffe ich einfach mal. Und dann heißt es jetzt Menschen schlachten. Wo ist das Krokodil? Ich hatte gerade irgendein Krokodil angebrüllt. Ach, da ist es. Angebrüllt? Also, wow. Ja, und ich habe entschlossen, ich möchte jetzt auch mal den nächsten Schrein bauen. Ich werde den dann einfach auf dem Dach bauen. Auf dem Dach? Ja, auf dem Dach. Aber wir brauchen dringend Eisen, deswegen werden wir uns wahrscheinlich dann, ich würde sagen, wenn es hell wird? Fragezeichen? Nö, können auch gleich los. Ja? Okay. Ich muss mich noch entleeren. Ich habe noch so viel Kerzen und... Was ist das hier? Leuchtende Essenz. Na gut. Die Arbeitsbiene nutzen wir mal. Die Käfer esse ich auch mal. Nicht aufteilen, essen. Ich sammle so lange einfach Pflanzenfasern. Lecker. Machen wir mal hier ein bisschen Licht an. Ich weiß nicht woher, ich habe eine Holzschale. Wofür? Wahrscheinlich haben wir die irgendwie mal gefunden, als wir irgendwen getötet haben. Wahrscheinlich. Ich nutze mal die Zeit, um ein bisschen Zwirn herzustellen, ne? Oh, das Fleisch heilt mich ganz gut. Ach, du bist schon unterwegs, okay. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin auf dem Weg da, erstmal hier auf der Gnu-Ebene und will dann zu den Eisensteinen hochgehen. Ich wollte noch Eisensteine holen, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ich bin noch zu Hause. Jetzt laufe jetzt am See vorbei quasi. Ja, ich hatte mir die Zeit, die ich jetzt auf dich gewartet habe, so ein bisschen genutzt, um ein bisschen Zwirn herzustellen. Soll ich dir ein Krokodil mitbringen? Brauchst du nicht, danke. Dann versuche ich mal vorbeizulaufen. Er hat mich entdeckt. Seh dich. Hi. Hat keinen Bock mehr. Faules Tier. Fancy. Ich freue mich schon auf das Sklavenrad. Und Abhäutemesser. Ja. Also wenn wir jetzt Menschen irgendwie haben, dann lass mich den töten, dann kann ich ja Herzen rauskriegen. Okay. Hey, bist du irre?
Also der hat sich ja quasi angeboten, also da bleibt ja nichts anderes übrig, außer es zu töten. Wenn du das sagst. Was soll man da machen? Einfach weitergehen. Der weicht aus, der ist... Fünfmal daneben geschlagen, Heinrich der Killer. Nicht nach rechts laufen, nicht nach rechts laufen. Ah, gut gemacht. Dann ernte ich schön. Danke. Ja, der kam so auf mich zugelaufen. Ich hatte Angst. Ich habe mir extra an deine... Das war Selbstverteidigung gerade. Ich habe ihn extra in deine Richtung gedrängt. Also, das war... Weißt doch, wenn du auf Tiere schießen willst, musst du einfach nur ganz laut rufen, oh mein Gott, es kommt direkt auf uns zu. Das haben wir in South Park gelernt. Ich habe nicht drauf geschossen, ich habe drauf geschlagen. Fünfmal vorbei. Ich habe es absichtlich daneben geschlagen. Ich wollte es verängstigen. Oh, da waren wir noch gar nicht, ne? Auf der Seite hier. Ja, hier sind aber keine Eisensteine. Und da hinten ist ein Tafari-Lager auf jeden Fall. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht bereit. Ja, ein ganzes Lager angreifen. Aber das ist ein ganzes Lager. Wie viel sind denn so ein Lager? Keine Ahnung. Ich nehme mal meinen Bogen und ziele. So, okay, nee, weil da auch. Kannst du ein bisschen mehr sehen, weißt du? Eins, zwei. Drei. Ich sehe nur drei. Das sind doch bestimmt... Willst du sagen? Nee, ich glaube nicht, dass es nur drei sind. Oh, warte mal, wir können ja auf Steine klettern, ne? Ja. Denk dran, die haben aber auch gegebenenfalls Bogenschützen, ne? Ups, ich will doch erstmal nur gucken. Oh, ja. So, dann sehen wir eins. Da hinten sind zwei, drei. Links am Feuer habe ich auch einen gesehen. Vier. Also ich sehe jetzt fünf. Zwei stehen im Lager und drei stehen davor. Also ich habe auch fünf gezählt bisher. Hm. Ich würde es noch lassen. Okay, dann gehen wir auf die andere Seite zu den Eisensteinen. Da haben wir dann sowieso genügend zu tun mit diesen Steinviechern. Ja, genau. Steinviecher sind scheiße. Ja. Da steht, ich sehe nämlich schon das erste. Echt, wo? Ach, da hinten. Zwei Stück sind es. Lass mal immer einzeln auf Steine kloppen, weil ich glaube, ich habe dich verwundet. Ganz minimal. Hm. Locken wir uns das eine an hier. Ey, wir wollten noch mal bis 3 zählen. Oh, Entschuldigung. Headshot. Ja, ich auch. Oh, der ist abgeprallt. Wenn ich überlege, früher ging das ja nicht mit dem Stein. Das ging nicht. Dass man auf den Stein klettern konnte. Doch, das haben wir auch gemacht. Ja? Ja. Ich find's cool, dass man echt mittlerweile gezielt auf Füße schießen kann. Um den Gegner zu verlangsamen, was jetzt gerade nicht klappt. Es liegt daran, dass wir hier oben sind und auf seinen Popo schießen. Ja, die Pfeile prallen auch zum Teil ab. Oha. Man muss auch extra Abstand nehmen, sonst schießt man hier auf den Stein. Gut. Konnte man hier Pfeile einsammeln? Die du verschossen hast. Ja, wir haben ja ganz schön viel verballert, aber hier liegt nichts. Hm. Ah, da hinten ist noch eins. Ja, das müssen wir auch nochmal anlocken. Ups, falsche Waffe. Okay. Eins, ja. Zwei, drei. Oh, ein Abpraller war dabei.
Oh. Hey, nicht husten. Wolltest du es weghusten? Entschuldigung. Ich hab dir nichts abgezogen und du schreist da rum. Ich bin ein Monster. Ich hab einen kaputten Fuß. Jetzt wäre ich sauer. Zwei Füße waren da gerade zu sehen. Und dann nochmal auf die Füße. Viermal auf die Vier. Füße. Fünf? Ui, fünf Füße. Ich habe immer nur. Das hat doch nur vier. Gezielt auf die Füße geschossen. Immer auf den Popo. Ja, auf die Füße, also verlangsamsten und er hält ja eh nicht so viel. Oh, ich muss trinken. Ja, aber so wie ich immer stehe, kann ich immer nur auf die Füße zielen. Auf den Popo. Wenn du seitlich zustehst, geht's eigentlich. Ja, aber einer muss ja sozusagen direkt drüber stehen. Ach, papp. Wo ist das Eisen? Ups. Das war normaler Stein. Ich dachte, wir wollten nicht mehr. Ja, ich dachte, es wären zwei. Hier gibt's noch welche. Ah, da hinten ist auch noch was. Aber da ist ein Weg. Kann man von. Ja, aber da unten bei den Vögeln waren doch auch noch welche. Was ist hier oben überhaupt? Ah. Stammeshäuptling! Au! Au! Der kann schießen! Na, kommt danach? Nee. Traut sich nicht, oder? Oh doch. Der trifft echt immer. Das ist ein Bogenschütze 2. Schießen auf seine 12, ey. Ah, ich habe keine Pfeile mehr. Ah, erstes Opfer. Das wollte ich ihn gerade töten. Dann komm mal her. Hol dir dein Herz. Dam. Ah, ich muss die anderen Pfeile laden. Inman braucht Herzen. He-Man. Yeah. He-Man hat keinen Kopf. Keine Kopfbedeckung mehr. Dieses Arschloch hat meine Kopfbedeckung kaputt gemacht. Oh, ich habe den nächsten angelockt. Uiuiuiui. Wurdest du ihn angelockt? Nein, ich habe aus Versehen Pfeil abgeschossen. Ja gut, ich wollte einfach nur hier hoch, um das Vieh nach unten zu töten, aber hier oben... Ja, also ich sehe hier noch ein, zwei am Feuer sitzen. Meinst du, die können wir schaffen? Ja, schaffen wir. Okay. Eins, wenn ich zwei, eins sehe. Drei. Oh Mist, da. Das ist tiefer zielen. Hey, du hast voll getroffen. Ja. Oh, kommt da, der ist sauer. Das ist Gary Webber. Ah. Vorsicht, Heinrich, hinter dir. Oh. Ich bin He-Man. Oh, jetzt habe ich die Waffen weggesteckt. Nein. Wie konnte ich nochmal blocken? Bleib hier. Feigling. Ja, dann hol dir mal deine Herzen. Ja. Hey, der eine ist weg. So ein Feigling. E-Man Time. Erst plündern, dann schlachten. E-Man. Oh, die lassen echt was da. So, was haben wir denn? Wir haben Blut, einen Dafari-Rock aus Haut, Steine, ein Eisenkopffeil. Okay. Hast du geplündert, ja? Ja. Gut, dann waren wir hier auch mal oben. Mhm. Ah, da unten rechts gibt's Kohle. Ich
glaube, das ist Obsidian. Obsidian? Hm. Willst du mal gucken gehen? Wie gehst du hier runter? Ich halte mich an der Wand fest. Jo, das geht ganz gut. Oh, nein, dann nicht. Oh, warte mal. War ja nicht das eine Vieh? Ja. Wie können wir hier oben mal schön... Naja. Ist hier auch sein Scheißschädel, Junge. Fuchs! Fuchs! Ey! Ich hab keine Ausdauer mehr. Richtig. Scheiße. Juhu. Brachten die Viecher überhaupt was? Stein. Ich habe jetzt so Schwefel oder sowas von denen einmal gekriegt. Oh, Schwefel ist gut. Weil jetzt haben wir hier diese Eisenkristalle. Die Eisenklötze sind hier frei. Hm. Oh, da vorne ist ein Mensch. Da sind, glaube ich, viele Menschen. Ich will einmal zu diesem schwarzen Stein hier. Nee, ist doch Kohle. Okay. Wo bist du? Ich komme zum Obsidian, weil das Eisen habe ich hier abgebaut. Nee, ist Kohle gewesen. Es sind doch schon beide weg. Nee, auf der anderen Seite. Rechts sind auch noch welche. Aber pass auf, nicht zu sehr nach da hinten gehen. Da sind Hyänen. Ja, da ist erstmal eine Babyhyäne. Hier vorne dürfen wir die noch kriegen. Und da oben dürfen wir nicht hin, weil da sind wir so ein Stachelviecher. Hm. Aber die beiden hier kriegen wir noch mit. Ich glaube, die brauchen wir, um dann hier Stahlfeuer oder so zu machen. Das kann sein. Und jetzt... Okay. Babyhyäne. Töte uns was? Nö, ne? Okay. Ich weiß nicht, ob die uns was tut, wenn wir sie töten. Also, die Babyhyäne ist nicht das Problem, Angst, aber... Dass, ja, genau, dass die anderen dann zur Hilfe eilen. Dass die Eltern uns verletzen. Komm, He-Man. He-Man. Wie hieß denn der nochmal? Prinz Eric, oder... Ich habe keine Ahnung. So, also ich habe auch nicht mehr wirklich viel Platz, also ich kann nicht mehr wirklich Eisen. Ja, doch, ein bisschen kriege ich noch. Ja, okay. Frage ist nur, wie weit kommen wir ran? Ich meine, diese Vögel haben einen nicht angegriffen, weil man sie nicht greift, oder? Ah, er greift an. Oder? Er guckt dich ja an. Sei ein braver Vogel. Ah, STR-Geber blocken. Wir wollen euch nur vom Eisen befreien. Okay, jetzt sagt er bei mir rot, aber das kriege ich auch noch rein. Okidoki. Ja, dann gehen wir mal. Genau. Oh, ein Vogel, der jagt dich. Sieht das putzig aus. Ey, komm nicht zu mir, du Kackvogel. Ey, Kackvogel. Okay. Dann. Fällt gerade auf, ich höre deinen Ton gar nicht im Spiel. Nee. Fällt mir aber jetzt erst so auf, weil du neben mir sitzt quasi. Müssen wir mal gucken, ob du auf der Aufnahme drauf bist.
Vielleicht liegt das Problem auch an mir. Weil ich hatte ja vorhin auch schon Tonprobleme gehabt. Müssen wir mal gucken, wenn es fertig ist. Wir machen dann gleich hier nochmal einen Break. Doppelt. Oh oh. Ein Nieserchen. Arschloch. Oh. Ich habe ja noch so viele Insekten. Oh. Ah, Arschloch. Achso. Hab ich die noch erwischt? Warte. Nee, hätte mich auch echt gewundert, wenn ich die noch im Laufen erwischt hätte. Ich habe einen neuen Rock. Was ist denn den her? Ich hatte in der Kiste habe ich einen Dafari-Rock gefunden. Der ist ein kleinen Tucken besser als der Rock, den ich davor hatte. Hm. Aber nicht wegschmeißen, deinen Rock. Nein. Weil solange ich noch nicht weiß, wie es mit Reparieren geht, aufheben. Krokodil voraus. Hm. Können wir ja dran vorbeischleichen. Ganz leise. Schleiche. Wollen wir jetzt so lange? Wir auch. Da renne ich lieber einen großen Umweg drum. Hm. Keine Ausdauer mehr. Mathilde hat Hunger. Mathilde hat Hunger. Ham, ham, ham. Wie der Pfeil ist vom Vogel abgeprallt. Jetzt nicht mehr. Oh! Man kann auf Bäume. Oh! Ich konnte gerade auf einen Baum klettern. Cool. Ich bin He-Man, ich kann Bäume beklettern. Das ist ja lustig. Ich auch ein Herz von dir? Bitte? Versuche den Vogel auseinanderzunehmen. Nee, kriege ich nicht. Kein Herz für Andi. Ja, ich kann ihn nicht auseinandernehmen hier. Ich bin echt, hab ganz schön viele Sachen mitgebracht. Verdorbenes Fleisch. Haben wir auch eine Truhe für Eisensachen? Oh, ich kann hier auch klettern. Das Eisen kannst du direkt in die Schmiede packen. Man kann echt alles beklettern, ist ja krass. So, ich brauche auf jeden Fall Holz. Ich werde mich jetzt nämlich langsam an eine... Ich werde mich darum kümmern, dass ich meinen Tempel langsam mal bauen kann. Oh, bau dir mal ein Tempelchen. Ja. Wir brauchen auch ganz viele Steine. Das heißt, vielleicht werde ich mir eine Kiste erstmal machen, wo ich mein Baumaterial reinpacke, das ich spare sozusagen. Mhm, so wie wir es eigentlich schon die ganze Zeit machen. Was machen wir mit den ganzen Armen überhaupt? Haufenweise Arme hier drin, 27 gebraten. Ja, ich esse die. Du isst die Arme? Das sind Beine, aber ja. Ih, Beine, Arme, ist ja eklig. Pfui Teufel, Mathilde, ist ja eklig. Gibt's da nicht Dünnpfiff von oder so? Hm? Ich kann auch auf den Baum klettern, cool. Ja, hat was, ne? So, jetzt habe ich hier drei Herzen. Und was kann ich dafür? Drei Herzen. Dreimal Gegengift.
Dann wird es wahrscheinlich Gegner geben, die uns verwunden, ne? Hm. Also mit vergiften meine ich, Entschuldigung. Wirklich? Ja, zack. Ach, leck mich doch, du doofes Krokodil. Wolltest du gerade Krokodil töten? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich gerade ganz entspannt Holz sammeln. Und da ich ja an dich denke, sammle ich das Holz mit der Pike, damit ich für dich auch ganz viel Rinde kriege. Das ist sehr nett. Mir fiel gerade auf, ich habe sogar braunes Färbemittel bekommen. Cool. Ja, was mache ich denn jetzt? Das weiß ich nicht. Was mache ich denn jetzt? Nein, nicht klettern. Hör auf, He-Man. Böser He-Man. Hör auf, hier abzuhängen. Geh runter. Pfui. Pfeile habe ich auf jeden Fall ganz viel. Das ist schön. Haben wir 8 Punkte zu vergeben. Beweglich. Was brauche ich denn? Ausdauer. Katzengleich. Sturzschaden. Müheloser Sprung. Wir sind nicht flink. Belastung. Oh, ich verursache jetzt 10% mehr Nahkampfschaden. Wenn du überlastet bist, verbrauchst 10% weniger Ausdauer. Das ist ja eine tolle Geschichte. Sehr schön. So, was brauche ich nochmal alles für meinen Altar? 160 Holz, 360 Stein. Okay. Und für die Truhe brauche ich 100 Holz. Hab schon wieder Hunger. Ja, meiner kann auch richtig viel futtern. Dächer und Treppen hast du ja gelernt. Ich überlege gerade, ob ich hier mal so Palisaden baue. Oder lernen kann zumindest. Kannst du machen. Du hattest ja auch, glaube ich, hier Dings gelernt. Wie heißt es gleich? Ja? Ich komme gleich drauf. Geländer. Stimmt. Wolltest du ja auch irgendwie nochmal anbringen. Schon wieder so ein dummes Krokodil. Oh, es gibt eine Conan-Statue. Mehrere sogar. Eine Valeria gibt's auch. Ja. Subotai. So, du nervst mich jetzt so sehr, der Krokodil. Jetzt wirst du getötet. Wenn du mal stillhalten würdest... Bleibst du mal stehen? Ich sehe gerade, es gab hier einen Mahlstein. Kann es sein, dass wir den brauchen für das Essen der Sklaven?
Möglich, ich weiß es nicht. Ich lern's mal und baue es mal. Kostet doch gar nicht viel. Brauche ich nur ein paar Stückchen, die finden wir ja echt ratzifatzi. Was für eine Gottheit hast du genommen? Gottheit, irgendwas mit Heilung hast du gesagt, ne? Ja. Ich glaube, Mithra ist sie. Kannst du bestimmt so Zaubertränke machen oder sowas. Ja, ja. Und dafür muss ich natürlich erstmal den Schrein bauen. Oh. Und da ich das Ganze hier mit der Steinpike mache, dauert es ein bisschen länger. Ja, ich nehme jetzt ein bisschen noch Holzachs. So. Ja, viel Rinde brauchen wir noch nicht. Es kommt erst später. Ah, ist ja trotzdem nicht so ein bisschen Rinde schon mal auf Vorrat zu haben. Ja, du kannst dir im Spiel erstmal alles auf Vorrat anlegen, ne? Du kannst ja alles irgendwie irgendwann mal gebrauchen. So, ich habe auf jeden Fall schon mal genügend Holz für meinen Schrein. Das ist schon mal gut. Wie viel Stein brauchst du denn für deinen Schrein? 300 irgendwas waren das, glaube ich. Also 200 Stein habe ich schon mal. Ich glaube, ich habe auch noch irgendwas um die 100. Da siehst du, dann hast du schon komplette. Oh. Nee, ich hab 56. Arschloch-Krampen-Sau, du. Okay, ah. Ein Kampf. He-Man und Krokodil. Aua, Krokodil ist stark. He-Man flüchtet. He-Man. Heldenhaft entrinnt er den Zweikampf. Zückt den Bogen. Und spießt diesen scheiß Krokodil auf. Dieses... Der Krokodil, Deutsch gut. Ja, im Kampf ist mein Deutsch immer gut. Nimm das, du kleiner. Du Ledertasche. Ah, nee, du bist eine Krokodil-Ledertasche. Du bist so ein scheiß Krokodil. Vielleicht gibt es ja. Tasche. Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht gibt es ja gar nicht mehr diesen Sklavenbrei und wir kriegen ganz normales Essen mittlerweile. Was? Oh, da lag noch ein Knochenpfeil. Also, weiß nicht, könnte ja sein. Ja, sein kann alles, du. Aber diese komischen Beeren oder Samen gibt's ja noch, mit denen wir ja die gefüttert haben. Ja, ich weiß, aber... So, ich baue jetzt hier erstmal diesen Mahlstein irgendwo hin. Ja, mach mal Mahlsteine. Der ist ja gar nicht groß. Den baue ich in die Wohnung. Für unser Häuschen hier. Sieht so nach Arbeitsgerät aus. Steht in der Beschreibung nicht dazu, wofür der da ist? Nö, aber sieht irgendwie putzig aus. Okay. Ah, du kannst da Knochen mitmalen und dann kriegst du da irgendwas mit den Knochen raus. Knochenmehl vielleicht? Ja, Knochenmehl. Okay. Dann wissen wir es jetzt auch. Es wäre cool, wenn man irgendwo so eine so Rezepte hätte. Wo soll ich denn einen Stein hinpacken? Am Rand des Hauses, also bei der oberen. Beim oberen Ausgang, wenn du da dich da rechts wendest. Rechts? Oh, da ist eine Treppe. Aha.
Ich sehe gerade, ich habe ja noch mein leichtes, mein Torbahn habe ich ja noch, aber kaputt. Wie kann ich Torbahn reparieren? Oder muss Torbahn erst kaputt sein, damit ich reparieren kann? Du hast nicht das Wissen, um dieses Objekt zu reparieren. Jetzt habe ich meine ganzen Punkte weggeballert. Nee, hier habe ich noch welche. Talente. Waffen, Rüstung. So. Sollte ich genügend Steine haben. Mathilde baut einen Tempel. Tempel. Ein Tempel für Mathilde. Klingt nach Sandsturm. Ja, ich komm mal rein. Nee, doch nicht. Ist wieder ruhiger geworden. Ah, kein Ausdauer mehr. Ich überlege gerade, ob man vielleicht so ein Reparaturkit braucht oder sowas. Ach Mist. Ah! Oh. Toll, der Schrein ist zu groß, der passt da oben nicht hin. Mist, die Kacke. Hä, ja, dann baue ihn davor oder so. Zu dicht an einem Objekt desselben Typs. Das könnte auch das Problem sein. Also bevor ich jetzt nicht, ich weiß nicht, wie ich repariere, ich habe jetzt aus Versehen erst noch so einen leichten Turm, also du brauchst hier, bevor du einen leichten Turban baust, so eine Helmpolsterung, habe die gebaut. Und hat reparieren immer nicht funktioniert und dachte ich mir, gut, dann baue ich mir jetzt einfach nochmal einen leichten Torbahn. So, jetzt habe ich wieder einen. Hat zwar nicht erklärt, wie ich das repariere, aber... Oh nee, halt. Gut, ich würde sagen, wir machen mal einen Break und okay. Nächstes Mal geht's weiter. Gut. Was wollen wir nächstes Mal machen? Ich weiß nicht, ich würde gerne langsam mal meinen Schrein bauen. Ich muss nur gucken, wo ich den hinstellen kann, Gut. Weil der ist ja zu nah an einem Objekt desselben Typs, das heißt an deinem. Dann machen wir das so. Also, schaltet wieder nächstes Mal ein, wenn wir Mathildes Schrein bauen. Ja, also, hoffentlich. Liken, kommentieren nicht vergessen, haut rein, ciao. Und tschüss.